Frische Luft mal wieder. Frische Luft. Frische Luft! Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe denn die bösen Tage kommen und die Jahre herzutreten, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Ehe denn die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden und Wolken wiederkommen nach dem Regen. Oh, da bellt gerade mein Hund. Also falls ihr ihn bellen hört, das ist ein Hund, ja, von meiner Oma. Die wohnt unter uns. Was machen sie da mit dem Captain? Achso, die bringen ihn hier weg mit dem Hubschrauber. Und die anderen Mannschaftskameraden sind wahrscheinlich montiert zu diesen Zombie-Viechern. Vermute ich mal. Oh Gott, das ist wieder diese tiefe Schluchtdingens. Und da sieht man das Schiff. That's pretty cool. That's pretty cool. Oh! Zur Zeit, wenn die Hüter im Hause zittern und sich krümmen die Starken und müßig stehen die Müller, weil ihrer so wenig geworden sind und Scheiße, wo geht's lang? Die durch die Fenster sehen und die Türen an der Gasse geschlossen werden, dass die Stimme der Mühle leise wird und man erwacht, wenn der Vogel singt und gedämpft sind alle Töchter des Gesangs. Geht's hier weiter? Oder stirbt man da? Man stirbt ja so ziemlich bei allem, ne? Ich laufe jetzt mal hier lang. Ja, hier geht's weiter. Was steht da? Was ist Kebefimbim? Kebefimbitep. Also nochmal. Kebefimbitep. Das ist, glaube ich, der Name von dem Schiff, wo wir uns die ganze Zeit aufgehalten haben. Also, es heißt nochmal zum Mitschreiben. Kebefimb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 
Es strahlte so hell wie die Sonne. Ja, noch heller als die Sonne. Und der ganze Wald verfiel in Stille, erleuchtet durch diese Fackel der Menschenliebe. Und die Dunkelheit wurde von diesem Licht verscheucht. Bin ich auf dem Trip oder ist das die Story? Ich bin auf dem Trip, anders kann ich es mir gar nicht erklären. Der tapfere Danko ließ seine Augen über die endlose Steppe schweifen, betrachtete glücklich dieses Land der Freiheit und lachte stolz. Und dann fiel er zu Boden und starb. Hallo. Seine Anhänger waren so voller Freude und Hoffnung, dass sie nicht bemerkten, dass er tot war. Sein tapferes Herz immer noch in seinem toten Körper flammte. Doch ein schüchternes Wesen bemerkte es und stampfte aus Angst auf das flammende Herz. Und es sprühte Funken und erlosch. Was ist jetzt? Was geht denn hier jetzt ab? Ich glaube, ich würde speichern. Ich speichere jetzt, denn es erwartet uns der Endboss. Ja, dann speichere ich jetzt. Ich wollte schon das gleich sagen, aber das können wir zusammen machen. Zusammen ein letztes Mal speichern. Okay. Endboss! Hallöchen. Ich habe keine Ahnung, was man machen muss. Der Endboss. ja. Okay, was muss man jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Bewerfen wir mal mit diesen Dingern hier. Bam in den Arsch. Hallöchen? Na, holst du deine Kollegen, was? Ha, erwischt! Ja, also ich muss zugeben, ich habe den Endboss noch nie geschafft, auch wenn ich gesagt habe, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Den Endboss habe ich allerdings noch nie geschafft. Was auch heißt, dass ich das Spiel auch nie durchgespielt habe. Ja, also ich habe den Endboss echt noch nie geschafft. Uiui. Und ich hab den nicht geschafft, weil ich nicht wusste, was man da machen muss. Hey, jetzt aber. Ruhig hier, ja. Muss man da durchhalten, oder? Ach, keine Ahnung, ich hab doch keinen Plan. Heißt es irgendwas, dieses Ha? Nein, ich bin tot. Rommeler. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Bam! Okay. Was ist das? Ich glaube, ich gehe mal dahin. Was passiert denn da? Also gut, da kriege ich Schaden. Da sollte ich nicht hingehen. Ich muss erstmal versuchen, das zu kapieren. Das kann jetzt einige Zeit dauern. Und ich bin sehr schwer. Also ich kapiere Sachen nur sehr schwer. Besonders bei solchen. Bei so einem Endboss. Der aussieht wie. Ein Dingens. Ne? Ein typischer Gott. Sag ich mal. Wie Zeus oder so. Ein griechischer Gott. Sieht der irgendwie aus. Keine Ahnung. Hehehe. Was machen diese Dinger da? Muss ich den ausweichen oder? Wow! Boah, ich dachte schon, der greift mich mit seiner fetten Axt an. Hallöchen! Was mache ich denn jetzt? Kann mir das jemand sagen? Hallo? Wahrscheinlich sind jetzt wieder so Oberpros vor dem PC und disten mich hier. Ich gehe jetzt mal einfach da durch.
Okay. Servus. Bam in the face. Verdammt. Okay, unsere Hand bildet einen Ring. Das hat auch was mit diesem Ring hier zu bedeuten, auf dem wir uns gerade befinden, vermute ich mal. Was passiert denn, wenn ich ein paar Zombies abknall? Hier ist einer. Verdammt. Okay. Da bildet sich hier so ein rotes Teil und hier auch so ein roter Ring, wie ich gerade gesehen habe. Merkwürdig. Ich glaube mal, mit diesem roten Zeug kann ich den Boss besiegen. Los, wie will ich das schaffen? Ich probier's mal nochmal. Bam, erwischt. Kann ich den jetzt schaden? Irgendwie? Was ist, wenn ich da hingehe? Aha. Das ist doch schon mal was. Kann ich den jetzt abknallen? Okay. Also die roten Dinge, die sind schon mal ein Zeichen, dass wie es weitergeht. Ich probiere es mal weiter. Das ist, wenn ich noch einen abknall, dann bildet sich ein zweites rotes Dingens. Muss ich jetzt etwa so viele Zombies abknallen, bis meine ganzen Hände rot sind, oder was? Wow! Zack. Und hier kriegt er durch Schaden? Ach, keine Ahnung. Okay, jetzt sind meine roten Dinger wieder weg. Vielleicht laden sie sich dadurch auf, wenn ich da drin bin. So. Und so. Es sieht schon mal gut aus, glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass ich jetzt komplett was Falsches mache. Aber es sieht ganz gut aus bis jetzt. Ah, verstehe. Diese roten Linien schaden den Boss wohl. Ich glaube, wenn alle Hände rot sind, also alle Finger, sage ich mal, dann kriegt er den maximalen Schaden. Vermute ich einfach mal. Hey, ruhig bleiben, Alter. So, und jetzt? Kriegst du Schaden, oder was? Nee. Sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus. Je mehr rote Dinger da sind, desto... Boah, fast hätte uns erwischt. Habt ihr das gesehen? Alter. Okay. Na, das sind dann auch Zombies hier. Okay. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich glaube, nein, jetzt sind wieder ein paar verschwunden. Wo sind da noch Zombies? Hier sind Zombies, da hinten. Aha. Aha, aha, aha. Aha. Aha! Oh, verdammt, ich dachte, wir haben es geschafft. Ich habe es gedacht, dass wir es geschafft haben. Aber irgendwie kriegt er dadurch keinen Schaden. Aber es tut sich was. Vielleicht, ich mache es einfach die ganze Zeit, bis irgendwas passiert. Das ist aber ein etwas seltsamer Bosskampf. Wow, er hat mich erwischt! So, passt es jetzt? Wah! Direkt vor meiner Schnauze stellt sich eine hin. Hallo? Du stirbst jetzt.
Nein! Ich habe das Gefühl, das tut mir überhaupt gar nichts. Nein, jetzt sind die meisten roten Dinger wieder weg. So. Es ist nah. Ja, es füllt sich langsam wieder auf mit den roten. Bam! Das sieht immer besser aus. So, noch ein Zombie und da hinten ist er. Ha? Jetzt haben wir's. Ha! Was? Jetzt betatscht er mich. Ist der schwul oder so? Na gut, ja. Jetzt schmeißt er uns von Bord. Ah! Pff, zerquetscht. Haben wir jetzt gewonnen? Na gut, es ist ein Ladebildschirm. Das ist schon mal was. Sieht ja mal gar nicht so schlecht aus. Boah, also, wo ich beim ersten Mal das gesagt habe, da habe ich überhaupt nicht verstanden, was ich da überhaupt tun soll. Aber die Lösung ist, die Zombies abknallen, bis alle Finger rot sind. Und ja, dann hat man gewonnen. Anfangs habe ich gedacht, man muss direkt auf den schießen, aber anscheinend hat es gar keine Wirkung bei denen gezeigt. Ja. Ich bin auf dem Trip. Das ist alles ein riesiger Trip. So, und wo bin ich jetzt? Sie sind erschöpft, das ist alles. Beruhigen Sie sich. Wir werden Sie früher oder später kriegen. Jetzt, da, ich will hier rauf. Wer sind Sie? Hä? Jetzt hier da! Nein! Nein! Da! Lesen Sie. Also wissen Sie, ich bin sehr froh. Was haben Sie erwartet? Sie gehen mir auf die Nerven. Beide, Sie und Ihr alter Kahn, ich habe es satt. Sie sind jetzt erwachsen, kein Kind mehr und können nicht für immer spielen. Und diesmal kann ich nicht helfen. Gehen Sie bitte. Versuchen Sie es nicht weiter. Niemand will Sie hier sehen. Alle haben die Nase voll. Er hat darum gebettelt. Es war zu viel. Déjà-vu. No! Das hat man doch schon gerade, oder? Ich stoß mir jetzt mit dem Kopf hier gegen die Tür. Bam! 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 Ich will das nicht nochmal anschauen. Ich will das nicht nochmal anschauen. Was ist denn das? Wow, ein Boot. Seht ihr hier? Bücher. Hier ein Boot. Bücher. Buch. Boot. Bücher. Boot. Bücher. Buch. Bücher. Nochmal ein paar Bücher. Doch kann er. Doch kann er. Ein Müll. Nee, das ist ein Ofen. Ja, das ist ein Ofen. Sieht aus wie ein Mülleimer. Ist aber ein Ofen. Seht her. Ein Ofen. Ich habe das ganze Let's Play nur gemacht, um diesen Ofen zu sehen. Seht ihr den Ofen an?
Das war zu viel. Ein Wunderwerk. Ja gut, jetzt aber da. Also wie gesagt, ab hier ist es wieder blind, ne? Noch eine Vision. Allerdings bei einer lebenden Person. Hey, reimt sie sogar. Vision, Person. Ach, jetzt bin ich dieser Typ, sie. Lesen Sie. Ich kann nicht lesen, tut mir leid. Pab noch Pflammer. Was steht da? Also wissen Sie,